Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. Wohnbau im Mürzzuschlag, Konzert von Musikschullehrern und Umfrage zum Thema Ostern. Das sind die Stichworte zu den Beiträgen unserer Sendung. Zu Gast sind wir in dieser Woche bei Libro. Bei Libro im Mürzcenter Grazer Straße 79b findet jeder das, was er sucht. Ob Schulbedarf, Film, Spiele oder Bücher und vieles mehr. Top-Angebote und eine riesige Auswahl machen die Suche spannend und preislich vorteilhaft. Speziell für das Osterfest gibt es bei Libro alles für das Nest. Wer sich durch die vielfältige Osterdekoration stöbert, findet sowohl Anhänger und Dekoartikel mit traditionell christlicher Symbolik, als auch hübsche und farbenfrohe Ostereier sowie niedliche Osterhasen. Ostern ist aber auch ein spezielles Fest für die Kinder. Und nicht nur die beliebte Ostereiersuche macht das Osterfest für die Kleinsten zu etwas Besonderem. Libro bietet zahlreiche Anregungen für Geschenke und Überraschungen für klein und groß. Dazu zählen Bücher, Musik-CDs, Filme auf DVD oder auch Leckereien. Alle Produkte auf Wunsch verpackt in fröhlichem Geschenkpapier, passend zum Osterfest. Geöffnet hat Libro Mürzzuschlag von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Einen Aufschwung erlebt zurzeit der Wohnbau in Mürzzuschlag. Einige Projekte sind im Bau bzw. in Planung und vor kurzem wurde in Hönigsberg ein Haus mit Mietwohnungen von der Siedlungsgesellschaft Gemisag übergeben. Wir waren bei der Schlüsselübergabe dabei. Nach dem Abbruch alter Wohnhäuser in Hönigsberg folgte vor eineinhalb Jahren der Spatenstich für ein neues Wohngebäude, das von der Grazer Straße im Norden, der Neuburgasse im Osten und der Schulgasse im Westen begrenzt wird. Wohnen gehört einfach zu den Grundbedürfnissen der Menschen und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als neue Wohnungen, einen neuen Wohnraum zu übergeben. Und das passt auch ganz gut zu der Aufbruchsstimmung, die jetzt für den Mürzzuschlag so herrscht. Überall wird gebaut, überall wird Neues eröffnet und es ist einfach schön, dass das heute vonstatten gehen kann. Das viergeschossige Wohnhaus, welches von der Siedlungsgesellschaft Gemisag errichtet wurde, verfügt über 24 Wohnungen, die barrierefrei über eine Aufzugsanlage erschlossen sind. Es freut uns natürlich, dass wir nach den anderen Maßnahmen, die wir in den letzten Jahren schon da in Hönigsberg ausgeführt haben, wie jetzt Liftzubauten, Balkonzubauten und so weiter, jetzt auch einen wirklichen Neubau haben können, weil das ist ein Novum seit vielen Jahren da in Hönigsberg. Und ich glaube, es ist recht schön geworden und die zukünftigen Bewohner haben oder werden Riesenfreude mit den modernen, zeitgemäßen Wohnungen haben. Ein innovatives Energiekonzept wurde für die Fernwärmeversorgung, die Warmwasseraufbereitung und die Stromerzeugung umgesetzt. Die innovative Situation haben wir da hier in Hönigsberg, dass wir die Stadtwerke Mürzzuschlag als Partner finden konnten, die uns mit Fernwärme versorgen. Aber die spezielle Situation ist da, dass wir eine Grundwasserwärmepumpe haben. Also im vorderen Bereich der Parkplätze sind mindestens 12 Tiefenbohrungen gemacht worden und es wird mit einer Wärmepumpe versorgt. Wir haben am Dach, die ganze Südseite des Daches ist mit Photovoltaikpanelen ausgelegt. Also wir können den Großteil der Warmwasserbereitung für die Mieter über die PV-Anlage, also sozusagen regenerierbar machen. Die Wohneinheiten haben eine Nutzfläche von 60 bis 90 Quadratmeter und sind mit großzügigen südseitigen Balkonen bzw. Terrassen ausgestattet. Für jede Mietwohnung gibt es einen PKW-Abstellplatz sowie ein Kellerabteil. Und zwar haben wir uns für die Wohnung entschieden, weil unsere Wohnung, die, wo wir jetzt leben, zu klein ist zu dritt. Wir haben nämlich noch eine kleine Tochter, die Marie. Und wir haben uns jetzt für eine größere entschieden und was Besseres kann uns gar nicht passieren als Hönigsberger, dass in Hönigsberg eine neue Wohnung machen und für uns passend eine große Wohnung dabei ist. Ja, das war uns auf jeden Fall wichtig, dass wir wirklich eine größere Wohnung jetzt da haben, weil sie da in den Jahren schon viel aufgesammelt hat und es ist einfach schön, wenn man jetzt in Hönigsberg bleiben kann und eine schöne große Wohnung hat. Ja, wir haben eine neue Wohnung gesucht und das war jetzt, wir haben schon in Hönigsberg gewohnt und jetzt haben wir diese Gelegenheit genützt, um zu einer neuen Wohnung zu kommen. Ebenerdig, weil wir schon älter sind und mit einem Garten dazu und das gefällt uns sehr gut. Ja, weil es in Hönigsberg
super Wohnen ist, weil alles ebenerdig ist. Und mit unserem gewissen Alter muss man halt schon auf barrierefreie Wohnungen schauen. Mit dem Neubau des modernen Mehrparteienhauses in Hönigsberg ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung der Wohnqualität in der Gemeinde Mützzuschlag gelungen. Auch die nächste Sitzung des Mürzer Gemeinderates am Donnerstag, dem 25. März, wird live übertragen. Alle Interessierten können die Gemeinderatssitzung ab 17 Uhr im großen Stadtsaal von Mürzzuschlag live mitverfolgen. Und zwar im Stadtkamerakanal im Kabelnetz der Stadtwerke, auf der Homepage www.muerzzuschlag.at sowie über die YouTube- und Facebook-Kanäle der Stadtgemeinde und Twin Media. Also schauen Sie zu bei der Live-Übertragung der Gemeinderatssitzung am 25. März ab 17 Uhr. Junge Lehrerinnen und Lehrer der Johannes Brahms Musikschule standen im Februar als Künstler auf der Bühne. Aufgrund der Corona-Pandemie spielten sie im Kunsthaus Mürz ein Konzert ohne Publikum. Einige Auftritte davon haben wir in den letzten Wochen gezeigt. Hören und sehen Sie diesmal Elisabeth Taferner auf der Altblockflöte mit einem Werk von Johann Sebastian Bach. Tja, Ostern rückt immer näher. Wir haben daher die Kundinnen und Kunden im Mürzcenter gefragt, welche Bedeutung das Osterfest für sie hat und wie sie die Osterfeiertage verbringen. Naja, im religiösen Sinne ist die Auferstehung Jesu. Und in der heutigen Zeit ist es einfach ein schönes Familienfest, finde ich. Wie werden Sie dieses Fest feiern? Ja, mit meiner Familie. Mit meiner Tochter, mit dem Enkelkind. Gemütlich zusammensitzen, gut jausen. Die übliche Osterjausen mit dem Gesöchten, mit dem Krähen und mit der Eier.
zu Hause mit meiner Lebensgefährtin, wenn wir gute Jausen machen, schätze ich mal. Ja. Und halt gemütlich machen halt. Und zu meinen Eltern höchstwahrscheinlich. Zu Hause. Ich bin alleinig. Enkelkinder kommen wahrscheinlich. Aber die sind auch schon mehr oder weniger erwachsen. Mit meiner Familie, im kleinen Rahmen. Wir haben keine besondere Feier vor. Die Familienfeiern an sich sind den Umständen entsprechend abgesagt worden. Daheim. Ostereier suchen. Mit wem in Corona-Zeiten? Mit wem? Wenn die Kinder kommen, die Enkel kommen, dann gehen wir mit den Enkel suchen. Nicht? Und sonst da was sind wir allein. Heuer oder sonst? Heuer. Oder zu Hause. In der Gartenhütte mit einem Osterfeuer. Und sonst? Ja, sonst eigentlich mit Freunden auch mit einem Osterfeuer. Die Familie zusammenkommen, ist mir sehr wichtig. Aber heuer natürlich nicht. Überhaupt nicht? Ja, mit den, die sind an den zusammenhocken in der Familie, aber das sind meine Mama, Papa und ich. Wenn es nicht Schnee hat, feiern wir im Garten, ansonsten zu Hause in der Wohnung, mit der Familie. Was bedeutet für Sie persönlich das Osterfest? Familie. Ja, für Ostern ist immer eine schöne Zeit, ist eine christliche Zeit. Gehen Sie in die Kirche auch? Ja, die Frau sowieso, die geht. Oliver, ich gehe nicht so viel, weil ich kann nicht so gut gehen. Ich bin nicht mehr gut bei Fuß. Ostern ist für mich ein religiöses Fest. In der Kirche und zu Hause und mit Verwandten, wenn es geht, und mit Feuerherzen, wenn es geht, und Weichfleisch, ja, ganz traditionell. Und mit Heiliger Messe. Ich halte von den ganzen Zeug nicht sehr viel, weil die Kinder sind nicht mehr klein. Und somit ist für mich eigentlich nicht mehr so. Es ist halt für mich persönlich ein Tag wie alle anderen. Ostern ist eigentlich ein christliches Fest. Also die Fastenzeit ist gar, mache ich meistens. Und da gibt es dann zu Ostern wieder einen kulinarischen Höhepunkt. Eine ruhige Zeit eigentlich, muss ich sagen. Ein bisschen einen Aufschnitt machen und so Sachen, so wie halt die Tradition ist normal, nicht? Ja, da gibt es Weihfleisch und Krein, Geselchtes, alles was zur richtigen Osterjause dazugehört. Und gefärbte Eier? Natürlich, ja. Und ein gutes Gesöchts dazu und Wurst, Käse. Die Frau braucht immer einen guten Nussstrudel. Gehen Sie auch in die Kirche zu Ostern? Zu Ostern schon, ja. Und jetzt eine vertrauliche Frage nur für TV Mürz. Glauben Sie an den Osterhasen? Ja. Ja, wirklich. Mit dieser Umfrage geht unsere Sendung zu Ende. Im Namen des gesamten Teams von TV Mürz sage ich danke fürs Zuschauen. Übrigens, ich glaube nicht nur an den Osterhasen, ich weiß, dass es ihn tatsächlich gibt, nämlich hier bei Libro.